Habe die Ehre miteinander. Herrlich. Oder? Sonne geht auf. Es ist wieder kälter geworden. Die letzten Tage bleibt da noch ein bisschen so. Aber wird schon. Der Frost liegt auf. Was liegt da drauf? Auf unseren Balken. Holz ist da. Gestern ist Holz gekommen. Da haben wir es. Da unten liegen die Fürstpfetten. Die riesen Oschis. 18 auf 28 die Fürstpferde, 16 auf 28 an der Traufe. Ja, und dann haben wir hier schon noch einiges. Ich glaube, die Viecher hier, das sind die 2024, das sind die Säulen. Ja, dann da noch Haufen Zeug. Oben liegt auch noch was an der Hackschnitzelhalle. Ich habe jetzt mal den größten Teil her, damit sie abbinden können. Und schauen wir mal, wann der Zimmerer kommt. Ich warte noch auf Antwort. Wenn du das siehst, antworte mir. Ja, was machen wir heute? Ja, ich lasse entspannt angehen. Ich habe noch keine Ahnung, ob wir da jetzt wirklich voll loslegen, aber wir werden mal das Pflastern anfangen. Da hinten die Fläche. Die wollen wir auf jeden Fall fertig kriegen, bevor der Zimmerer kommt. Machen wir vorne einen sauberen Abschluss. Kantholz hinspreizen oder irgendwas. Und dann haben wir die Fläche da drin schon mal. Ist jetzt nicht wichtig fürs Aufstellen, aber wir haben schon mal einen kleinen Teil erledigt von den 250 Quadratmeter Pflaster. Ist schon einiges. Ist jetzt auch wieder eine mega Flächenversiegelung natürlich, aber da wir ja eine ganzjährige Weidehaltung haben, wollen wir auch die Möglichkeit haben, dass wir erstens hier befestigt schön auch mit Maschinen fahren können und natürlich auch die Tiere, dass sie jetzt nicht bei jedem Wind und Wetter auf der Weide sein müssen und da ihre eigene Futtergrube kaputt machen quasi, sondern auch mal die Möglichkeit haben, eben hier auf der befestigten Fläche. Wir sind hier an der Kante, hört das Dach auf und dann gehen wir nochmal 6 Meter nach unten. Zack, zack, zack. Ungefähr hier hören wir dann auf zu pflastern. Und dann können die Tiere sich eben auch hier auf einer befestigten Fläche bewegen, ohne bei bestimmten Wetterlagen eben da draußen im Matsch zu versinken. Da bin ich eh noch gespannt. Das war jetzt bei uns heuer, ja, so halt nach dem großen Schnee im. Und war das dann ja, Mitte Februar oder was? Ja, wo es mal richtig übel war, auf eine Wiese, Weide überhaupt so aufzugehen. Ich bin gespannt, wie wir das dann regeln und wie sich das findet, dass wir da nicht zu viel kaputt machen. Aber das ist jetzt mit den 6 Tieren am Anfang überhaupt kein Problem. Die kriegen wir schon irgendwie unter. Naja, dann würde ich das jetzt mal anfangen, dass wir hier pflastern. Und dann schauen wir weiter, was der Tag noch so bringt. Wie gesagt, bin entspannt. Wir wollen das jetzt heute nicht durchprügeln, weil wir werden wahrscheinlich die ganze Woche Zeit haben. Dann irgendwann Ende der Woche meldet ein bisschen Regen. Mit dem 14. rum sagen auch die Sterne, dass es regnen soll. Sternenkonstellation. Die bringt den Regen mit sich. Ja, deshalb schauen wir, dass wir das jetzt noch schaffen. Und wann dann der Zimmerer kommt, das sehen wir. Also legen wir los. Bulldog-Split holen. Abziehen, Pflaster draufschmeißen. Und dann sind wir doch Mittag fertig. Naja. Oh, das ist nicht verkehrt, das ist da bloß.
hier vorne bei mir. Es blinkt rot. Na, dann nimmt es auf. Naja, aber dann hättest du es stehen lassen können. Nicht nehmen. Mhm. Na, weil das nichts ist. Ich will aber dich füllen. Ja, aber das ist ja, jetzt musst du dann exakt wieder den Punkt finden. Weil ich ja gern einen Zeitraffer gehabt hätte, wo ich sehe, wie das so nach und nach, was ich schnell abspielen kann. Und jetzt habe ich dann einen Schnitt drin, weil es jetzt ganz woanders steht. Stimmt. Ja, scheiße ist das. Ich kann es gleich ganz woanders hinstellen. Nein, das ist auch doch ein Kram. Wollte ich aber nachfilmen. Warum denn? Ich habe hier nichts zu suchen auf dem Film. Weg. Auf müssen wir. Wow. Da vorne? Ja. Hast du wieder gefunden? Sich nichts. Nein, es kann aber sein, dass weil es hängt da durch und dass jetzt das da hinten vielleicht ein bisschen abmacht. Guten Morgen, ein Tag später, gleiches Wetter. Wir haben es gestern tatsächlich noch geschafft, die Fläche fertig zu pflastern. Das geht dann auch relativ schnell, wenn man abgezogen ist, was die meiste Arbeit ist. Und es war jetzt hier auch eine recht windige Fläche, das heißt, war jetzt auch nicht so wild. Jetzt schneide ich nur noch ein paar, ja, die Seiten ein. Nochmal hier. Das ist aber, glaube ich, relativ easy. Kostet halt nur ein bisschen Zeit. Hier hinten mal nichts mehr. Da kommt vielleicht Sand oder Beton rein, ich weiß es noch nicht. Aber ich habe hier so eine hydraulische Zwicke. Und mit der machen wir jetzt mal die Abschnitte, die Ränder noch. Schauen wir mal, wie das geht. Tada! Jetzt besser. Einwandfrei. Das ist tippitoppi.
klar, da hatte man jetzt gerade den Rest Pflaster noch weggefahren habe, einen kleinen Bauschutthaufen. Aber das ist echt super gut geworden. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das so gut geht. War da ein wenig skeptisch mit der Zwicke. Das ist echt schön. Manchmal platzt ein bisschen mehr weg oder weniger, aber im Großen und Ganzen hat alles passt. So hat man immer so einen Nassschneider. Das ist schon ganz cool, weil das ist schon präziser. Aber wenn ich jetzt nur gerade Schnitte habe, ist das deutlich einfacher. Man muss ja nicht mit Wasser irgendwie rumtun und sauber machen und was weiß ich jetzt. Das ist halt die trockene Brechvariante. Naja, jetzt wird dann noch eingesandet. Das machen wir morgen. Einsanden und einrütteln. Und dann ein paar Tage soll es regnen. Kann es regnen, was will. Ist mir wurscht. Dann passt es. Fertig. So ein Stress heute. Mich das geärgert mit dem Rüttler. Gestern waren wir eine Stunde unterwegs mit dem Bulldog und haben einen am Ende kaputten Rüttler geholt. Ja, jetzt heute nach der Arbeit ganz, ganz schnell noch den hier aufgetrieben. Vielen Dank an Günther und Festner, dass das so schnell geklappt hat. Ja, den fahren wir jetzt dann gleich wieder zurück. Jetzt ist alles gerüttelt und ausgekehrt. Warum machen wir uns den Stress? Ganz einfach deswegen, weil es morgen regnet. Spätestens morgen, vielleicht heute Abend schon, regnet es und dann muss das Pflaster hier verrüttelt und ausgekehrt sein. Ansonsten, keine Ahnung, was ansonsten passiert, aber man macht's halt. Wahrscheinlich geht dann die Welt unter und das Pflaster wälzt sich und darunter bilden sich Gänge und irgendwann stürzt es in einen tiefen Krater. Und ja, deshalb... Es muss halt sein, ganz einfach, es muss halt sein. Die Frage, warum, kann man sich sparen. Jo, dann haben wir das fertig. Dann fahren wir den Rüttler jetzt wieder weg, verstauen den restlichen Quarzer noch, den brauchen wir für die andere Fläche noch, damit er nicht vom Regen erwischt wird. Das Holz haben wir auch noch abgedeckt. Ja, gut, fertig.